Hallo, willkommen zurück zu Baphomets Fluch. Ich habe meine Logiktabelle vervollständigt und dabei Ein Moment, Meg. herausgefunden. Du hast nicht deine Logiktabelle, du Ich hast habe ganze 1, 2, 3, 4, 5. es ist die unterste. Du hast 7 Logiktabellen Okay, gemacht. ich habe ein bisschen rumprobiert und dabei festgestellt, dass die einer Logik folgen, nämlich dass sich in der ersten horizontalen Zeile alle ein nach links bewegen, von einem Kästchen auf nächste. In der nächsten gehen alle zwei nach geschätzt, zwei nach links, und in der dritten alle drei nach links. Und dann haben wir nochmal aufs Manuskript geschaut, auf unseren Jesus, der da sein Kreuz spazieren trug, und die passten da in die drei leeren Stellen. Damit Weg. konnte ich dann vervollständigen, wie das aussehen muss. Die Tabelle Wo können wir erkennst du denn, dass einblenden. die sich nach links drehen? Der dreht sich ein nach links, also von oben links auf den zweiten. Ach Ja. so, nein, verwirrend war nur, weil die sich nur nach Genau. rechts drehen, deswegen. Das war blöd gemacht. Vielleicht hätten die sich besser nach links drehen sollen, dann wäre ich schneller darauf gekommen. Na gut. Nun, in jedem Fall drehen wir den ersten Wohin? nach oben rechts. Na, dann hoffen wir mal, dass das klappt. So. Genau, den zweiten nach unten links. Ich habe ehrlich gesagt trotzdem keine Ahnung, wie der drauf gekommen ist. Bei den Jesuskreuzen habe ich ja irgendwie nur Und Bahnhof. den dritten drehen wir nach unten rechts. Ja. Ich lass dich machen. Huch, ich dachte schon, wir hätten das jetzt schon fertig. So. Oh mein Gut Gott. gemacht, George. Wir sind noch nicht da. Gut gemacht, Was ein Meg. bisschen Logik und Stift und Papier einbringen. Gut gemacht, George. Ich glaube es ja wohl, das ist eine Beleidigung. Also dann, teure Uhren. Aber die sind sicher nicht von Interesse. Ikonen. War da nicht gerade was zum Gucken? Oder war es mal wieder so ein. Egal. Das war Was mit den wahrscheinlich. Ikonen ein bisschen. Okay, Oh, George. Vorsicht! Du suchst den Weg rüber, ich folge dir. Ach du heilige Meg. Das war knapp. Das steht im Ah. Manuskript. Das sind die Zeichen für. Das war das, der eine flüchtet vor dir oder sowas, ne? Genau. Moment. Zum Zweiten, die kämpfenden Armeen folgen strengen Regeln, die sie stets einhalten. Kein Mamluk kann Templer oder Hospitaler folgen. Von niederer Geburt muss der Mamluke dem Osmanen folgen. Um dem Assassinen zu entkommen, tritt nach rechts. Templer und Assassine dürfen einander nie folgen. Geh immer voran, weiche niemals zurück. Kriege ich das also? Wie war das? Nochmal. Wie? Du willst Zum das nochmal? Du Zweiten. tust das uns an? Ja. Okay, Meg, dann spitz die Ohren. Zum Zweiten, die kämpfenden Armeen folgen strengen Regeln, die sie stets einhalten. Kein Mamluk kann Templer oder Hospitaler folgen. Von niederer Geburt muss der Mamluke dem Osmanen folgen. Um dem Assassinen zu entkommen, tritt nach rechts. Templer und Assassine dürfen einander nie folgen. Geh immer voran, weiche niemals zurück. Okay. So weit, so gut, oder? Also, nun die Regeln. Eigentlich habe ich mir das noch nicht alles aufschreiben können. Du hast aber zugehört, oder? Ja, na schön. Also, auf welchen steigen wir denn? Sommer? Auf den Templer? Was soll ist der Templer? Der da oder der da? Der da. Der? Ja. Oh. Okay. Was war das? Der Malteser Hospitaler. Und vom Hospitaler können wir den ganzen Hospitalerpfad laufen. Oh. Ah ne, wir sind da auf den Templer marschiert. Echt, das war ein Tempel? Ja, das war ein Templer. Ach Du du Schreck, siehst das das war ein Tempel. Malteserkreuz für den Orden der Hospitaler, die später als Malteser bekannt wurden. Und jetzt können wir nicht auf die Templer trampeln, sondern trampeln auf den Assassinen drauf. Aber nicht auf den Mamluken. Nicht den? Nein, wir gehen weiter auf den Assassinen.
um... Oh, oh. Assassine auf Assassine geht nicht? Okay. Nein, wir mussten auf den Mamluken. Ah ja, okay. Dann gehen wir da auf den Mamluken und von da aus auf unseren Templer. Templer? Ja. Und dann? Vom Templer auf den Assassinen? Dein Ernst? Ich dachte, man darf nur rechts da lang. Was? Ich dachte, man darf nur rechts. Der Templer darf nur noch rechts? Nein, ich dachte, man darf nur rechts am Assassinen vorbei. War das vom, nicht so? Nein, vom... Ah, der Assassine führt uns automatisch nach rechts. War das jetzt nicht so? Ja, das war einer dieser Hinweise. Also, trauen wir uns auf den? Ja. Okay, wunderbar. Da gehen wir nicht auf den Assassinen, weil von da nicht nach rechts uns kommen. Bleibt ja nur der vom Malteser auf den Templer. Das ist doch der Templer, oder nicht? Ja, das ist der Templer. Oh, hat das... Und vom... Mal sehen. Templer können wir nicht auf den Malteser, oder? Mamluken? Ja, gehen wir auf den Mamluken, denn der kann auf den... George. Okay. Dann können wir vom Templer nicht auf den Mamluken. Okay, also wieder die beiden. Ja. Dann rechts. Jo. Dann... Auf den rechts, auf den Mamluken, dann auf den Templer. Und dann auf den Malteser, dann auf den wieder den Templer. Dann auf den Malteser. Oder? Okay, waren wir auf dem nicht? Malteser? Gehen wir auf den Malteser? Ah ja, doch. Dann Assassine, dann wieder rechts? Darf der Assassine nicht auf den Templer? Was? Oder auf den... Osman? Was haben wir denn versucht schon? Haben wir versucht Osman? Ich glaube, wir haben hier versucht, auf den Mamluken zu gehen. Genau. Aber können wir vom Malteser auf den Osman? Aber dann müssen wir... Dann kommen wir auf den Assassinen da genau. oben. Genau. Und die Assassinen schicken uns nach rechts da auf den Templer. Können wir... Bist du sicher? Oder wir können... Von dem... Können wir vom Osman auf den Mamluken? Was ist vernünftig los? Geh mal nach rechts. Links meine ich. Gut. Okay. Können wir von da aus auf den Mamluken? So. Links von uns? Oder? Im schlimmsten Falle kriegen wir ein Oh-Oh. Nein. Dann können wir vom Mamluken auf den Templer. Malteser, Entschuldigung. Können wir von Malteser auf Templer? Ja, können wir. Sicher. Dann können wir vom Templer auf den Assassinen. Echt? Jo. Oh-Oh. Okay, tun wir nicht. Da wurden wir gematscht. Also nochmal Assassine und rechts. Mamluke, Templer. Malteser, Templer. Ja, Malteser, Osmane. Osmane, Mamluke. Malteser, Templer. Und Osmane. Na gut. Von da aus können wir wieder auf... Warte. Können wir auf den Mamluken? Ja. Der Mamluke kann aber nicht auf den Malteser oder Templer. Also, was denn? Also gehen wir auf den Assassinen. Oh. Okay. Die Regeln sind überhaupt nicht fest, das ist kompletter Bullshit. Das hatte eh keinen Sinn, weil der Assassin uns nur nach rechts schicken kann. Genau. Also rechts, dann da hoch. Was soll dann? Weiter. Ja, dann auf den Templer. Nein, nicht da. Verdammt. Siehst du, jetzt komme ich durcheinander vor lauter Maluken, Malteser, Maluken. Ja. Assassinen. Nicht Assassinen. Schwupp. Na. Oh. Ach, leg mich doch. Jetzt du solltest schon doch auf Bock den Malteser. Mehr. Wieso hast du keinen Bock mehr? Es ist so schwer nicht. Aber das. Keine mich Geduld wurmt, mehr. Dass die Regeln nicht eingehalten mich werden. Mich wurmt eher dieses verdammte. Kreuzdingen da. Du meinst, dass sich die Templer und Malteserkreuze so ähneln? Ja, das hat so verdammt lange gebraucht, da habe ich keine Nerven mehr gehabt. Okay. So, jetzt Osman, hier. Mamluken, Malteser, Templer. Und dann wieder das wieder Osman, Sternchen. Mamluken, und Malteser. Dann das eigentlich da ein Oh-Oh geben müsste. Aber anscheinend doch das nicht. Das war ziemlich gut. Nein, das aber war Bullshit. Glaube, das kriege ich schneller hin. Klar, dann mach mal. Im Prinzip wurden wir jetzt fünfmal zerquetscht, richtig? Also George? Ein bisschen häufiger. Ein bisschen häufiger? Ja, okay. Egal. Sein. George ist eine gute Marmelade.
Na schön, dann gehen wir weiter und retten Nico. Wow. George, sei vorsichtig. Lass mich lieber erst rübergehen. Okay. Sollten wir nicht erst die leichtere rüberschicken? Hilfe! George! Ah, ich werde zerquetscht. Schau dich um, da muss doch irgendwo ein Ausschalter sein. Hier sind einige Hebel, aber welchen soll ich zuerst betätigen? Den Mamluken? Der? Jo. Ah, zieh mal am Mamlukenhebel. Ah, der falsche. Assassine? Der Assassinenhebel. Ah, jetzt den Mamluken? Ah, zieh mal am Mamlukenhebel. Ah, der falsche. Kann nicht sein. Egal. Der Assassinenhebel. Naja, braucht ja lange, bis er zerquetscht. Dann ziehen wir den Templerhebel. Der von den Templern. Ah, der falsche. Okay. Also so, jetzt haben wir alle durch, weil... Der Assassinenhebel. Dann den Osmanenhebel. Der Osmanenhebel. Ah, zu lange gebraucht. Na schön. George jetzt nicht nur zermatscht, sondern püriert und zerquetscht. Hilfe! George! Ah, ich werde zerquetscht. Schau dich um, da muss doch irgendwo ein Ausschalter sein. Hier sind einige Hebel, aber welchen soll ich zuerst betätigen? Den Assassinenhebel. Der Assassinenhebel. Woher wissen wir das? Der Osmanenhebel. Warte, den Mamluken? Echt? Jo. Ah, zieh mal am Mamlukenhebel. Und jetzt den Templerhebel. Na, der von den Templern. Wenigstens die letzten beiden richtig. Damit George, eine das ist es. Nein, wahrscheinlich nicht. Bitte? Egal. Ich bin Gott immer noch in einer kleinen Wutwolke. Ich will dich nicht nochmal verlieren, George. Wir müssen weiter. Ja. Nico. Aha, hier haben wir ein paar Ritter. Nein, da ist schon wieder eine Statue. Ich genau. Mag keine Statue. Die Tür rührt sich nicht. Die Tür rührt sich nicht. Dann gucken wir das Ding mal an. Ein Tempelritter. Das muss Jacques de Molay sein. Oh. Sollen wir dem eine Glühbirne in die Nase stecken? Nein, lassen wir das mit der Glühbirne besser. Anders, sind da noch andere Statuen? Siehst du hier noch andere Statuen? Vielleicht. Ich meine, hier jetzt nicht, aber da sind vorne weitere Nischen gewesen, genau. Kann man da nichts... Da waren die Hebel? Nee, da ist nur eine Statue. Okay. Eine Jacques de Molay-Statue. Und ein Türknopf? Die Tür rührt sich nicht. Na gut, die rührt sich ja nicht. Können wir die Oblate auf den Arm benutzen? Hä? Das ist nicht richtig so. Nein. Okay. Also. Den Golfschläger. Machen wir ihn warm? Benutzt mal das Feuer. Jacques de Molay wurde verbrannt. Echt? Das funktioniert so nicht. Okay. Na toll. Das funktioniert so nicht. Mit dem Golfschläger drauf. Das klappt doch nicht. Okay. Nö, Demik? Gibt's hier einen Hinweis? Also. Zum vierten, der Meister wird durch die Wärme seines Herzens den Weg weisen. Wärme? Herzen? Machen wir sein Herz warm? Wie macht man das Herz warm? Wir haben ein Feuerzeug. Warum sollte ich das wohl versuchen? Ich weiß nicht, ist für die Wärme vielleicht mit der Brandschutz. Das mache ich nicht. Ich bin fraglos. Also mich... Echt? Mal sehen. Haben wir irgendwas, was wir warm machen können? Das Schimmelbrot. Das mache ich nicht. Seines Herzens. Die Glühbirne. Oh ja. Das funktioniert so nicht. Ein Tempelritter. Das muss Jacques de Molay sein. Soweit waren wir jetzt auch. Aber nicht genau, wie man den da erwärmt. Wärmen. Irgendwas aus dem Inventar vielleicht. Seines Herzens.
Den Rosenkranz? Das ist nicht richtig so. Okay, vielleicht hat die eine Idee. Die... Ja. Oh nein. Es tut mir so leid, dass ich nicht von Anfang an ehrlich zu dir war, George. Wie wär's mit... Das war's. Pech gehabt. Denn Ehrlichkeit ist ja wohl das Wichtigste, oder? Nun... Zumindest nicht einfach abhauen hätte gereicht. So, Mick? Ja? Wie kriegen wir Jacques de Molay's Herzchen warm? Wir schicken ihm ein Foto von Anna-Maria im Nonnenkleid. Das wäre keine so gute Idee. Können recht, wir die Brandschutz... Nein, die Brandschutzdecke ist wahrscheinlich nicht zum Entzünden da. Mit dem komme ich auch. Das wäre keine so gute Idee. Nein, jetzt wirklich wir was Vernünftiges. Ich habe auch schon an die Kerze gedacht, aber die können wir nicht mitnehmen. Können wir es also nochmal Manuskript? Steht da noch irgendwas Letztes? Zuletzt musst du deine ehrliche Treue beweisen. Ehrliche Treue? Erst die Herzenswärme. Ja, sicher? Stand doch da. Na schön. Die Tür rührt sich nicht. Ja, du sollst ja auch die Tür nicht, sondern das Herzchen. Ach, George ist kein guter Herzchenerwärmer mehr. Nein, ich glaube, das ist, Was ist eigentlich in dem zweiten Bogen? Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen wieder ins Loch und das war's. Nein. Was wir machen können, wäre... George, wir müssen weiter. Die Messe fängt jeden Augenblick an. Ah je. Eigentlich müsste... Wenn man jetzt die Zeit nimmt, die wir schon jetzt gerade an diesem blöden anderen Reste saßen... Nein, wir nicht, weil Zeit in Adventure Games so nicht gemessen wird. Ja, meistens. Gibt's da keinen Kameraumschwung? Gar nichts? Nein. Hier gibt's nur Jacques de Molay und uns. Und ein paar Ikonen, die keinen Sinn ergeben, weil die orthodoxe Kirche bereits... Das ist einfach nur ein Bild. Ja... Das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Wir müssen jetzt irgendwas kombinieren. Garantiert. Können wir ihn hacken? Wenn man im ganzen Spiel nichts kombinieren muss. Das ist nicht der richtige Weg. Dann muss man es jetzt wahrscheinlich tun. Können wir den hacken? Den hacken? Eine uralte Statue mit dem PDA verbinden. Okay. Mir fällt dir was Besseres ein. Na gut, wir hatten schon schräge Ideen gerade. Mit der Glühbirne zum Beispiel und Jacques de Molay rumfuchteln. Aber wir könnten die Glühbirne anziehen. Das wäre keine so gute Idee. Im Prinzip sind wir so richtig... Wir können das Manuskript anzünden und an den dran halten. Ja, stimmt, das brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Das ist nicht richtig so. Ach ja, jemine, dann halten wir uns... Warum sollte ich das wohl versuchen? Ich weiß doch auch nicht. Wenn wir den irgendwie erwärmen... Wärme seines Herzens. Schade, dass wir ihn dazu nicht einfach umarmen müssen. Aber ja, klicken wir mal drauf. Und da war doch dieses Hinweisding, Mausrad, weil ich finde das grauenvoll. Welches Hinweisding? Wir hatten doch irgendwann von hier, ja. Oh, nein. Meg. Nein, das ist was anderes. Das war alt. Das ist sehr alt. Das tiefer? Andere? Das war das. Echt? Ja. Ach, zum Kotzen. Höher? Noch höher? Noch höher? Make Bomben, mein Chef. Nein, wir haben hier gerade keine Bombe. Noch höher? DVD? Ich weiß doch noch nicht, was du gucken möchtest oder was du finden willst. Meg? Waren da nicht genau die historische Datenbank von André Lobineau? Was war da zu Konstantinopel? Und ja, Konstantinopolis. Fortsetzung. Okay, das ist, Nichts Interessantes, oder? Nein, nicht direkt. Was stand? Nein, ich denke mal nicht, dass wir es brauchen, Mick. Aber wie wollen wir das Herz dieser Eisenstatue erwärmen? Oder die Wärme ihres Herzens nutzen? Mit der Sonne. Nichts geht über eine Meisterklasse. Das funktioniert so nicht. Ach. Ja.
Indem wir Jacques de Molay die schwarze Katze empfehlen. Nein, ein bisschen Humor darf ja noch sein, aber... Wir zünden die Oblate an? Ja. Wir zünden gerne an. Das ist nicht der richtige Weg. Oh, George. Die Tür rührt sich nicht. Ja, ja, der sagt immer das Gleiche. Ein Tempelritter, das muss Jacques de Molay sein. Na, das schön. Bringt uns irgendwie alles nicht weiter. Der endete auf dem Scheiterhaufen, deshalb hatte ich hier das Feuerzeug als Idee. Vielleicht muss man es auf den Boden legen, bevor man da... Keine Chance, mache ich nicht. Du weißt, was ich meine? Ja. Erst Ding auf den das Boden. Das wäre keine so gute Idee. Aber das wäre dann nicht die Herzenswärme und ich glaube auch nicht, dass... Nun, es wäre Wärme. Und sie wäre irgendwann auch in seinem Herzen. Keine Chance, mache ich nicht. Also irgendwie müssen die anderen doch hier auch reingekommen sein. Ja. So wie Nico durch die Wand geportet? Also Nico kann durch Wände porten. Wieso ist Nico nicht wieder da rausgeportet? Keine Ahnung, weil wir jetzt hier rein müssen. Und das nehmen wir die Salami zu verkünden. Das ist nicht richtig so. Na, jetzt mal ernsthaft, ich hab keine Ahnung. Na toll. Irgendeine Idee? Irgendwas Sinnvoll? Nun, wir könnten Anna Maria verbrennen. Ja, das wäre eine Idee. George. Er hat zumindest nicht gesagt, mach ich nicht. Komm, wir labern die voll. Es tut mir so leid, dass ich nicht von Anfang an ehrlich zu dir war, George. Oder die sagt immer das Gleiche? Nein, die sagt immer das Gleiche. Es tut mir so leid, dass ich nicht von Anfang an ehrlich zu dir war, George. Ja, das hilft uns jetzt. Super. Hm. Mick, ich bin am Verzweifeln. Wenn das wenigstens eine Möglichkeit wäre, all die Papiere loszuwerden. Jetzt, wo du es weißt. Das klappt doch nicht. Das ist nicht richtig so. Ich wollte das mal stapeln. Okay, Mick. Eieiei. Die Miniatur. Warum sollte ich das wohl versuchen? Ja, vielleicht hätte ihm das Herzenswärme bereitet. Ja, so ein bisschen. Das wäre keine so gute Idee. Eine DVD bringt keinen Sinn. Nein, Gregors Visitenkarte auch nicht. Aber jetzt haben wir eigentlich alles durch, oder? Außer, das hat das mir, ist nicht auch der richtige Weg. Gott, ich glaube jetzt ist die Lösung so einfach. Wir kommen wahrscheinlich nicht drauf. Das mache ich nicht. Haben wir Anna Maria im Inventar? Nein, das ist es ja. Wieso? Okay. Das mache ich nicht. Haben wir mit dem Messer versucht? Aufheben? Keine Chance, mache ich nicht. Zu schwere Tür, George ist zu schwach. Der Golfschläger, haben wir den schon? Ja, haben wir. Okay. Da. Das klappt doch nicht. Ich schätze, hier müssten wir Sachen kombinieren, wie bei diesem blöden Hotel. Und da bleiben wir einfach stecken. Irgendwie dämlich, es muss auf jeden Fall was mit Wärme zu tun. Oder wir haben immer noch einen Hotelprospekt. Fixieren wir uns so doll auf die Wärme? Das ist unser einziger Hinweis. Das funktioniert so nicht. Die Glühbirne aus dem Flur. Jetzt esst ihr auch Blatt. Das funktioniert so nicht. Weil das Problem ist, wenn du zurückgehen möchtest, dann sagt die, wir haben nein, was zu tun. Was blöd ist, denn... Nein, wir haben nichts vergessen. Wie beweist man seine Loyalität? Wir können vor Jacques de Molay niederknien. George kann das doch gar nicht. George weiß nicht, wie man kniet, ne? Weiß ich nicht. Die Tür rührt sich nicht. Ja, versuch mal, ich... Zumal George technisch gesehen bereits ein Ritter ist. Die Tür rührt sich nicht. Hat er auch eine Idee, wie man die zum Rollen bringt? Nochmal unser Manuskript. Welches Manuskript? Ja, genau das. Zum vierten, der Meister wird durch die Wärme seines Herzens den Weg weisen. Zuletzt musst du deine ehrliche Treue beweisen. Ist aber nichts Hilfreiches, oder?
Nicht direkt. Ich meine, das mit dem Jesus war ja schon schwer mit dem Kreuz, aber das hier ist schon zum Kreuz. Das mit dem Jesus war in Ordnung. Also, wenn man die Logik dahinter verstanden hat. Ein Tempelritter. Das muss Jacques de Molay sein. Nochmal die Datenbank? Warum die blöde Datenbank? Da fahren Artikel über Jacques de Molay. Was? Rufen wir den Wächter an. Nein, wir rufen den Wächter an. Aber es ist so kurz vorm Ende. Vielleicht können wir den nie wieder anrufen. Boah. Der Mick bettelt schon seit über, ich weiß nicht wie vielen Folgen, dass wir einen Wächter noch bekommen. Ich kriege keine Leitung. Ah, wir sind unter der Erde. Schade. Der gönnt uns halt den Wächter nicht so. Ah je. Handbuch? Ja. Oh, ich... Meine Güte. Liebe Entwickler, nie wieder so einen Müll machen, dass man das Mausrad benutzen muss. Bei mir ist das Ding ständig kaputt. Weil ich so... Entschuldigung, mich riecht sowas auf. Ja, und mein Ohr auch. Es wird links taub wegen dir. Entschuldigung, wie schon gesagt. Ist das das, ja? Ja. Und Herr Baphomet, dann Tempelritter. Dann, wo ist der Kerl? Jacques de Molay. Also, Tempelorden aufgenommen, stieg schnell. Ursprünglich war er in England, wo er General. Kämpfte er tapfer bei der Verteilung von Akkon, Heiligenland auch Outremer genannt, doch schließlich wurde er von der Stadt der Mamluken erobert, professionellen Sklavensoldaten. Im Fall von Akkon, beschämt für die Christen, stellt den Tiefpunkt des Einflusses im Heiligen Land dar. Ständig zurückgedrängt worden seit dem Verlust von Jerusalem an Saladin. Molay war besessen von dem Wunsch, das Heilige Land und speziell. Okay. Theobald von Gaudin, als 23. ein letzter Großmeister eingeschwungen, verlegt den Hauptsitz auf die Insel Zypern und entwarf Pläne für die Rückeroberung von Akkon. Schmiedete ein Bündnis mit den persischen Mongolen. 1302 ging der letzte Brückenkopf im Heiligen Land verloren, als die Insel Ruat, heute Awat, von Moslem-Truppen angegriffen wurde, konnten nicht von der Insel fliehen und wurden hingemetzelt. Okay. Also. Auf der, ja, Ile de Paris, also Ile de France im okay. Nun, wir können auch hier keine, vielleicht haben wir uns zu sehr auf Feuer eingefressen, aber mir fällt ja da nichts anderes ein. Zu sehr auf Feuer, denke ich. Was können wir denn sonst machen? Wir haben einen, Gummihandschuh. Och Leute, da ging das so gut weiter voran. Und jetzt? Nein. Es wäre, glaube ich, besser, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt eine weitere Pause machen und dadurch rätseln. Ja, hilft ja nicht. Das ist bescheuert und so kurz vor Schluss macht das keinen Spaß, aber... Wir sind auch echt... demotiviert gerade, glaube ich. Ja. Willst du wirklich eine Pause? Ja. Okay, komm. Bis nachher.